wirkst so gestresst in letzter Zeit. Ich sehe dich kaum noch. Der Abend heute wird dir gut tun. Das wird leider nichts heute. Wie meinst du? Krisensitzung in Den Haag. Noch heute Abend. Du machst diese Künstler-Events doch immer ausgezeichnet. Wie Sie wissen, hat die Firma Orbitant einen Förderfonds für junge Künstler entwickelt. Das Kriminalamt. Wir haben einen Haftbefehl für Markus Klaassen. Frau Klaassen, wir müssen das Haus jetzt gerichtlich versiegeln. Sie müssen gehen. Frau Rosch, sind hingehen. Wenn ich das wüsste. Das darf aber jetzt nicht wahr sein. Was machst du in Wien? Ich kann mich noch erinnern, wie du verkündet hast, du hilfst deiner Tante im Obstladen. Was machst du jetzt mit dem Laden von deiner Tante, wenn du so lange weg bist? Keine Tomaten. Länger als einen Monat bleibt die nicht. Machen Sie einen Gemüseladen auf? Sie schauen nicht aus wie jemand, der sich die Hände schmutzig macht. Der Naschmarkt braucht einen neuen Obststand so dringend wie ein Fisch ein Fahrrad. Solange die Grafensteiner nicht von einer Williamsbinne unterscheiden können, brauchen sie gar nicht anzufangen. Dann kommt dieses Weib und setzt sie mit ihrem fetten Hintern direkt in meinen Businessplan. Immer 59 Konzessionen und Hygienekontrolle. Bei. Es gibt ein paar Leute, die wollen dein Laden. Du schau her, die Gassen. Sind Sie die Besitzerin? Wie gehen die Geschäfte? Keine Leute stehen Schlange bei Ihnen. Du könntest jetzt sehr gut verkaufen. Sein neuer Stand, der hat nur eine Chance, wenn er wirklich neuartig ist. Dieser kleine Obststand, der ist so etwas wie eine zweite Chance für mich. Und eine zweite Chance, die verkauft man nicht. Also was ist? Raus. Auf der Stelle. Raus!